Punkt Nummer 1. GLS hatte mal Anteile am Paketdienst DPD, also am direkten Konkurrenten. Das kam so: GLS gehörte mal die Firma DPD Systemlogistik. Und diese Firma betrieb in Süddeutschland 7 DPD-Depots, also Paketzentren. Das fand DPD dann irgendwann nicht mehr so lustig, denn DPD befürchtete, wenn GLS 7 Paketzentren betreibt von uns, dann können auch so Geschäftsgeheimnisse an GLS durchsickern. Also wie viele Pakete werden in den Depots bearbeitet, welche Kunden liefern dort ein. Und um das sauber zu trennen, haben sich DPD und GLS 2015 darauf geeinigt, dass GLS die Anteile verkauft und jetzt betreibt DPD diese Depots praktisch selber und sie gehören nicht mehr GLS. Punkt Nummer 2 ist das Projekt Parcel Shuttle. Da ist der erste Eindruck so, das gehört ja gar nicht zu GLS, weil das komplett anders aussieht. Aber das hat GLS mit Absicht gemacht. Und zwar wurde Parcel Shuttle 2019 in Berlin gestartet, um damit Studenten als Paketzusteller anzuwerben. Dafür hat GLS diese neue Marke Parcel Shuttle geschaffen und Studenten konnten sich dann in ihrer Freizeit so Lieferslots aussuchen. Zum Beispiel, ich möchte von 16 bis 21 Uhr Pakete ausliefern. Dann hat GLS eben eine Route geplant für diesen Zeitraum, hat ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Ja, und Studenten konnten so in ihrer Freizeit ein bisschen Geld dazu verdienen durch das Ausliefern von Paketen. Und indem dafür eine neue Marke so mit freshem Logo geschaffen wurde, hatte das eben nicht das Image vom angestaubten GLS-Paketdienst, sondern ja, hatte ein bisschen cooleren, moderneren Look, so als Parcel Shuttle. Aber ich glaube, GLS hat das Projekt inzwischen eingestellt, denn die Social-Media-Seiten auf Instagram und Facebook von Parcel Shuttle sind inzwischen abgeschaltet. Ja, Punkt Nummer 3. GLS liefert für Amazon Deutschland keine Pakete aus. Und zwar sagte 2016 der damalige GLS-Chef Rico Back in einem Interview mit der Welt: Wir lassen die Finger von unprofitablem Geschäft. Also er meinte, wenn DPD, DHL und Hermes gern für Amazon zu Niedrigpreisen Pakete ausliefern wollen, dann können sie das gerne tun, aber GLS möchte mit jedem Paket Geld verdienen und wer nicht genug Geld bezahlt, für den liefern wir keine Pakete aus. Und so kam es eben dazu, dass GLS keine Amazon-Pakete ausliefert. Euch kann es trotzdem mal passieren, dass ihr bei Amazon einkauft und ein Paket mit GLS bekommt. Dann wurde das Paket aber nicht aus einem Amazon-Lager verschickt, sondern der Verkäufer hat das Paket selber an GLS übergeben. Ja, der nächste Punkt ist Neuenstein. Warum hat GLS dort den zentralen Umschlagpunkt eingerichtet? Also das größte Paketzentrum von GLS in Deutschland, wo sehr viele Pakete durchlaufen, bis zu 265.000 pro Tag oder besser gesagt pro Nacht. Ja, der Legende nach kam das so: GLS wurde 1989 gegründet, damals als German Parcel. Und der damalige Chef von German Parcel, Rico Back, hat angeblich einen Zirkel genommen und um jeden Depotstandort in Deutschland einen Kreis gezogen. Und dort, wo die Schnittpunkte aller Kreise lagen, da war eben Neuenstein. Und deswegen hat Rico Back gesagt, da muss unser zentraler Umschlagpunkt liegen. Vielleicht kann man es auch ein bisschen einfacher begründen. Neuenstein liegt einfach sehr zentral in Deutschland, in der Mitte von Deutschland und alle anderen Landesteile von Deutschland sind von Neuenstein aus gut erreichbar. Man sieht es auch daran, als Amazon nach Deutschland kam, wurde der erste Standort von Amazon in Bad Hersfeld gegründet und Bad Hersfeld liegt praktisch einen Katzensprung von Neuenstein entfernt, also auch zentral in der Mitte von Deutschland. Ja, der nächste Punkt ist Günter Wallraff. Der war schon 2012 bei GLS Undercover unterwegs. Jetzt haben wir September 2021 und Günter Wallraff war vor wenigen Wochen bei Amazon Undercover unterwegs. Also Günter Wallraff hat sich da in Amazon Lagerhäusern umgesehen, beziehungsweise seine Mitarbeiter haben als Amazon Paketzusteller gearbeitet. Und so die ganzen Vorwürfe, die Wallraff jetzt gegen Amazon erhebt, wie zum Beispiel hoher Arbeitsdruck, schlechte Bezahlung, keine Mittagspausen, all sowas hatte Wallraff 2012 schon bei GLS aufgedeckt. Ja, und man kann sagen, Wallraff war einer der ersten Journalisten, der mit seinem Einsatz eben bei GLS die Missstände in der Paketbranche aufgedeckt hat und dadurch hat sich auch vieles zum Besseren verändert. Ja, der nächste Punkt ist ganz lustig. Das habe ich in einer Pressemitteilung von GLS Italien gefunden.
Und zwar in Mailand ist eine GLS-Zustellerin auf Rollschuhen unterwegs. Hier in Deutschland kennt man es ja, da steigen jetzt viele Paketdienste in den Innenstädten auf Lastenräder um, weil man sich dadurch schön am Verkehr, an den Staus vorbeischlängeln kann. Und mit Rollschuhen ist das natürlich nochmal eine Nummer krasser. Da kann man ja wirklich auf dem Gehweg schön am Stau vorbeibrausen. Und GLS sagt, diese Zustellerin auf Rollerblades schafft bis zu 60 Pakete pro Tag. Das sind dann wahrscheinlich keine 20-Kilo-Pakete, sondern eher Dokumentensendungen oder eben kleine leichte Pakete, die sie in ihre Rucksacktasche einpacken kann. Punkt 7, das sind die Abholautomaten von GLS. Hier in Deutschland kennt man ja vor allem die DHL-Packstation, aber in Osteuropa hat GLS eigene sogenannte Paketomaten, also Abholstationen. Zum Beispiel in Slowenien 160, auch in Ungarn, in der Slowakei und in Rumänien hat GLS eigene Abholstationen. Bloß hier in Westeuropa eben nicht. Und daran sieht man, die Online-Shopper in Osteuropa sind offenbar aufgeschlossener, wenn es darum geht, Bestellungen aus solchen Abholautomaten abzuholen. Fällt euch auch noch etwas ein, irgendetwas Außergewöhnliches, Lustiges, etwas, das noch nicht jeder von GLS wusste, dann lasst gerne einen Kommentar da und schaut mal vorbei auf www.paketda.de.